Ich bin ziemlich genervt von einigen Dingen. Und zwar, ich mache mir die Mühe, suche für euch Sachen raus, wie zum Beispiel das mit dem Mario HD Remake. Und was kriege ich als Tweet zurück? Was verlinkst du eigentlich Leute, die es gar nicht interessiert? So, moin Leute, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Mom. Mal wieder ein leckeres Frühstück. Man kann es schon sehen, frische Brötchen geholt. Und es ist schon scheiße heiß. Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 32 Grad um 9 Uhr oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr warm. Und ich denke mal, da ich heute den ganzen Tag nur bei ihrem Garten chillen werde, wird das einen fetten Sonnenbrand geben. Aber naja, was soll's. Ich brauche auch mal meine Auszeit. Und habe mir einfach gedacht, jetzt in den nächsten Tagen, ich werde heute Abend noch streamen, keine Frage. Aber so grundsätzlich nehme ich mir jetzt erstmal über die schönen sonnigen Tage ein bisschen Auszeit. Bisschen weniger Computer, bisschen weniger Stream. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin ziemlich genervt von einigen Dingen. Und zwar, ich mache mir die Mühe, suche für euch Sachen raus, wie zum Beispiel das mit dem Mario HD Remake. Und was kriege ich als Tweet zurück? Was verlinkst du eigentlich Leute, die es gar nicht interessiert? Ich meine, gut, okay, dann sollen die Leute mich entfollowen oder mich blockieren. Das juckt mich nicht. Und ja, das wollte ich dazu nur gesagt haben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns später nochmal. So, moin Freunde, da bin ich wieder. Und zwar nochmal zum Thema, dass man Leute irgendwie markiert auf Videos und allem drum und dran. Der Grund, warum ich das mache, ist ganz einfach. Und zwar der, da ich halt denke, dass es eine nutzvolle Information für euch ist. Und nicht, dass ihr irgendwie euch gestört fühlt. Aber wenn ihr euch davon gestört fühlt oder sagt so, hey, das wird verzweifelt oder sonstiges, dann werde ich einfach keinen mehr verlinken. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Von meiner Warte aus, ich mache das einfach nur, damit ihr einen Nutzen von habt. Zum Beispiel, weil es ja immer heißt, von wegen so, ja, Mario 64, neues Remake, wäre total klasse und pipapo. Okay, und ich ermögliche euch das in dem Sinne und dann wird mir da voll vom Buch geschossen. Deswegen werde ich es erstmal nicht mehr machen. Was gibt es noch zu sagen? Ich werde mir eigentlich ein paar Tage frei nehmen erstmal, um ein bisschen die Sonne zu genießen. Man sieht auch schon, dass ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht bekommen habe und alles. Man hat es auch gesehen, als ich losgegangen bin, war ich ja kreideweiß, kann man so schön sagen. Sitze jetzt auch noch im schönen Garten meiner Eltern im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das Gewächshaus sieht. Auf jeden Fall frisches Obst ist immer bei uns gut gedankt. Ich werde mal ein bisschen mit meiner Familie den Tag genießen. Morgen gibt es die Neverending Challenge mit Clay. So am Pre-Evening würde ich sagen, dann werden wir halt, also ich werde das so handhaben. Normalerweise teilen wir das Geld unter uns Streamern ja auf. Aber ich werde es so handhaben, dass mein Anteil auch dem netten Clay zugute kommt, da ich bin, ne? Weil er braucht das Geld halt eher als ich, würde ich mal so sagen, weil sein PC macht einen Abgang. Das ist natürlich dann sehr schlecht, weil was ist ein YouTuber und Streamer ohne seinen PC? Deswegen habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Clay, wir machen es einfach so. Wir machen die Neverending Challenge, aber du behältst das ganze Geld für dich und sagst mir einfach ein nettes Dankeschön und dann passt das Ganze. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nachher im Stream. Ich genieße noch mit meiner Familie ein bisschen schöne Sonne, trinke nachher ein lecker Bierchen, auch für euch alle Male da draußen bringe ich noch ein, zwei mit. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns später oder aller spätestens morgen. Ich weiß es ja nicht. Also, bis dann und ciao!